Im Zentrum der jungen Seestadt Aspern in Wien ragt ein außergewöhnliches Gebäude über alles hinweg. Es ist mit seinen 84 Metern bei seiner Präsentation im April 2019 das größte Holzhochhaus der Welt. Drei Viertel des Hoho Wien sind aus Holz. Insgesamt 4.657 Kubikmeter. Das besonders Schöne am Hoho ist, dass das Holz auch sichtbar gelassen wird. Wenn man in dem Gebäude ist, spürt man das Holz. Das heißt, man braucht natürlich eine schöne Qualität, möglichst gleichmäßig gewachsen, klares Astbild, keine Harzgallen. Also es muss schon sehr genau darauf geachtet werden, welches Holz für dieses Projekt genommen wird. Hier in den österreichischen Wäldern wächst der Grundbaustoff des Hoho Wien. 100% des verwendeten Holzes kommen aus den nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Das Schöne am Werkstoff Holz ist natürlich der Geruch. Es lebt, es ist einfach die Faser, es hat jedes ein anderes Bild. Es gibt nichts mehr, dass man nicht aus Holz machen kann. Seit ihrer Gründung am Beginn des 20. Jahrhunderts fühlt sich die international tätige Haslacher Unternehmensgruppe dem sorgsamen Umgang mit dem Rohstoff Holz verpflichtet. Für Hoho wird natürlich die Fichte verwendet. Fichte hat natürlich eine sehr gute Eigenschaft. Sie lässt sich gut bearbeiten, sie lässt sich gut verleimen, hat eine sehr gute Festigkeit und das ist sicher für dieses Haus der richtige Werkstoff. 1380 Kubikmeter Außenwandelemente und rund 800 Stützen aus Fichtenholz werden im Laufe der Bauarbeiten vom Baupartner Haslacher Norig Timber in Stall im Mölltal hergestellt und mit nur 50 Lkw-Transporten von Kärnten in die Seestadt geliefert. Das Hoho ist sicher ein Meilenstein, nicht nur in der Geschichte des Holzbaus, sondern auch für unser Unternehmen. Es ist ein herausragendes Projekt, weil die Verarbeitungstechnologie sehr modern ist, ein sehr klares, einfaches Konzept, ideal abgestimmt auch für die Produktion. Das heißt, dass man hier auch sehr viel gelernt hat bei der Logistik, bei der Verarbeitung selbst. Die Holzbauweise spart gegenüber einer Ausführung in Stahlbeton rund 2800 Tonnen CO2. Und in den 5 Jahren des Projekts ist im heimischen Wald das Holz für rund 22.000 weitere Hohos nachgewachsen. Ich muss jetzt schon an meine Enkel, Urenkel denken, dass ich ihnen was übrig lasse und muss das jetzt weitergeben, indem ich neue Bäume wieder pflanze und dann hat die nächste Generation und die nächste und so erhalten wir uns natürlich unseren schönen Planeten. Mit dem Hoho Wien erlebt der Werkstoff Holz eine einzigartige Renaissance.